Hallöle, meine kleinen Rüppchen, keine Ahnung was, Bienchen. Und wir kommen zu einem neuen Flug von FSX, heute in Frankfurt. Und wir fliegen mit einer 737 von Air Baltic nach Dubrovnik. Das liegt in Kroatien, genau zu sein. Liegt das. Zock, ungefähr hier. Ich habe den Flughafen gewählt, weil der einen echt geilen Anflug hat. Also wirklich einen echt geilen Anflug hat. Und ja. Dann gehen wir ins Cockpit. Und hoffentlich schmiert mir die Aufnahme nicht ab, weil ich habe eigentlich davor schon eine Aufnahme gemacht, aber die ist mir abgeschmiert. Deswegen hoffentlich schmiert die nicht ab. So, APU kann angehen. Upsala, upsala, upsala. Ding, 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 ding. Ich bin lange nicht mehr mit der geflogen. Aber mit der 737 meine ich jetzt. Mein Gott, das habe ich letztes Mal auch falsch gemacht. Jetzt müssen wir kurz warten, bis die APU on ist. So, kurze Treppen raus. Und die APU müsste jetzt das Leben ein bisschen. Oh, wie das lang? Müsste jetzt eigentlich, hallo? Jetzt ist sie an. So. Kacke, jetzt habe ich keinen Ton, aber egal, jetzt habe ich das aber im Laptop. Die Collision Lights, also Beacon Lights, kann angehen. Eine Reiseflughöhe wird 36.000 Fuß sein. Windows kann auch an. Das ist an, das ist an. Ich habe 25. Also, da ich den Flugzeug vorher geflogen bin, weiß ich wenigstens ein bisschen noch. Und das Gute ist, ich kann mich jetzt besser an den Landeanflug orientieren, weil das war letztes Mal nicht meine beste Landung. Also das war sogar die schlechteste. Aber leider ist die Erfolge nicht hoch. Hoch. Komm und so, ja. So, das. So, und ein Bett möchte ich gerne haben. Dann kommt's noch. Weil ich jetzt auch schon was eingeben. Von E, D, D, F. Ach, jetzt. Also. E, von E, D, D, F. E, also, Bro. E, D, D, F. Nach. Also, nee. Jetzt. Von E, D, D, F. Nach, ich glaube, LDDU war das, meine ich. Ja, müsste eigentlich LDDU sein. Die Flugnummer war irgendwie DI. Und wie war das 2,5 Zentner, ne? Ich meine schon. Oh, jetzt müsste ich kurz die Strecke noch rausfinden. Das. Können wir dauern. Also, DTU 690, perfekt. Ich hatte auch die Möglichkeit, mit einer Winglets-Version zu fliegen, also wo hier die Winglets da sind, aber nee, weil ich wollte was Altes fliegen. So. Der erste Punkt ist RID, also RID. RID, das darf zu nehmen, wäre die 112er Variante. Und danach kommt Odawu. Und Odawu kommt dritt zu.
Dann Abuka nehmen wir noch mit. So, und dann habe ich wieder ein komisches Geräusch auf dem Ohr. Girl, dann nehmen wir noch Xolta. Next Page. Ayosa. Upsala. So. War richtig geschrieben, ja. Und dann Lokru. Lokru. Und jetzt kommt wieder der Flughafen, LDDU, Activate, nice, so. Jetzt kommt noch der gechillte Teil, 99, nehmen 36.000 Fuß mit, so, kann so bleiben, Klappen nehmen wir 5. 129 brauchen wir dieses Mal. Upsala, upsala, upsala. 29. Ja. Mir ist auch fertig. Können wir hier einstellen. Okay, kann man das jetzt machen? Nein, die gar nicht. So, dann Transponder. Das, eigentlich macht man es jetzt noch nicht, aber ich mach's, weil ich vergesse es eh nachher. Dann hab ich was vergessen. Hoffentlich noch nicht. Fuel brauchen wir nicht. Fuel nehmen wir jetzt mal ein Drittel. Payload nehmen wir mal schön voll. Yep. Ground Direct Connections. So brauchen wir noch draus. Cabin Lights kann auch so bleiben. Ja. Könnten wir, wenn ich jetzt nichts. Ach Gott, nee, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Das ist so. Das ist so, das ist auch gut. Ah. Upsala, das wollte ich nicht drücken. Warte. So. Dann mache ich mal auf Türen schließen. Auch. Natürlich wird die Treppe wieder mega lange. Da fährt sie rein. Und die Treppe ist auch zu. So. Treppe ist zu. Das heißt, wir können eigentlich Ground Connections wegmachen. So, dann mache ich jetzt mal Autobrakes ATO einstellen. Dann mache ich die Triebwerke mal auf Ground, damit die Schmerz ein bisschen Gas geben. Das sehen wir jetzt gleich auch. Das dauert kurz. Das sollte eigentlich. Eigentlich sollte sich das jetzt drehen, gleich. Also ganz langsam. Und darauf freue ich mich auch auf X-Plane. Auf X-Plane sieht man das richtig gut. Also eigentlich sollte sich das drehen. Ich sag's, gleich dreht sich die, wenn ich welche jetzt ab. Nee. Okay, dann können wir mit dem Pushback beginnen. The brakes is removed. Wir rollen nach hinten. Starten Nummer 2. Nummer 62 ist gleich auf Anfang zu drehen. Komm jetzt. Dreh. Komm. Oh, ich bin so ein Depp. Sorry. I'm a Depp. Das meine ich. Das war jetzt dumm, was mir jetzt passiert ist. So, jetzt aber. Da jetzt drehen sie sich. Ich wollte schon sagen, ich habe irgendwas kaputt gemacht oder so. So, ich kann starten. Die Flaps sind wir auch mal auf 5.
So. Dann können wir stehen bleiben. Ich freue mich auch schon aufs X-Plane, das ist richtig hart. Der X-Plane wird dann richtig gut. Wir machen schon mal die Lichter an. Die Logo-Lights, die können gleich an, das und das. Das können noch ausbleiben. So. Das müssen wir schnell drauf. Okay, wir können Trafiker einstarten. Trafiker 1, sorry. Mach jetzt schon mal Steady. Ich habe benutzerdefiniertes Wetter an, oder nicht auf benutzerdefiniert, ich meine jetzt reales Wetter, deswegen bin ich gespannt. Leuchte, gib Power. Okay, dann können wir das wieder anmachen. Wir schalten auf Triebwerke. Machen die APU auf. Das lassen wir so. Und die Ace lasse ich erstmal an. Und ja. Kurz checken. Upsala. Alles aus ist, ja. Hacking Brakes, Brakes Release. Ich muss da dann zu mir tun. Also mein Joystick und so. Ein bisschen Gas geben. Das ist jetzt ein leichtes Flugzeug, deswegen jetzt kann man sich mal bewegen. Letztes Mal war ein echt fettes Flugzeug. Flaps-Test. Flaps funktionieren. Jetzt muss ich noch kurz gucken, wie die Landebahn ist. Was ist sie? Ja, okay. Achso, weil letztes Mal standen wir, glaube ich, hier. Nee. Nee, jetzt standen wir hier, glaube ich. Sind doch ein bisschen zu schnell, aber das macht ja nichts. Fühlt sich halt anders an, so leichtes Flugzeug zu fliegen. Also zu fahren. So. Dann geben wir ein bisschen mehr Gas. Ich hätte vergessen, jetzt nach links. Ja. Upsala, falscher Weg. Darf ich kurz invertieren lassen? Ne, das war glaube ich der richtige. Bro, okay, war der richtige Scheiße. Egal. Das war jetzt nicht geplant, aber. Sorry. Kann man eigentlich die Flügel da hinten wackeln sehen? Ja, so. Sieht jetzt nicht realistisch aus, aber X-Plane schon. So. Das Gute ist, du brauchst nicht, können wir die Szenerie wieder höher stellen. Da kann ich sie mir bauen. Ja. Gib Gummi. Siehst du ein kleines Flugzeug? Hier geben wir ein bisschen mehr Gas.
Wir müssen echt lange produzieren. Okay, so viel Gas ist auch wieder nicht. So viel Zoll. Weil die 747 steht immer um dieser gleichen Uhrzeit immer hier. Wir haben 15:11. Eigentlich sollten wir 15:50 haben, aber. Der klatscht gerade ein und aus, oder egal. Egal. So, nächste Maske gehen wir raus. So, bitte, bitte. Können jetzt eigentlich rechts raus. Nun kann man jetzt gestartet haben. Endlich. Bisschen mehr Power. Komm, bisschen mehr Power. Kann ich einen Schwung mitnehmen, den jetzt so. So. 50% so. Und Vollgas. Ah, ich sag mal. Was ist das für ein Ding? So leicht. Okay, wir hätten vielleicht gar nicht so viele Landebahn gebraucht. Oder fliegt ein Flugzeug für uns. Egal. Muss gleich rotate. Ja. Rotate. Und Nase nach oben. Nase ist oben. Im Rücken wird das gut. Gehe ab. Sieht ja eigentlich alles rüber, gell? Da wir flying. Ich frag mal, wo mein Flight Director ist. So. Kann ich den Autopilot noch aktivieren? Ich bekomme also Nachrichten ein. Finde ich nicht gut.
Ups, ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr nicht da wart, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Aufnahme aus war. Ja, genau, was das war. Ein bisschen zu spät, die Rechtskurve. Aber ich hab's eigentlich auch verkackt gehabt mit der Aufnahme. Also ich kann keine 737 finde, dass das nicht die Position halt, die ich gerade so halte. Deswegen fliege ich auch meistens eher Airbus, aber. So, ein Autopiloten habe ich jetzt aktiviert. Wir können die Flaps auch mal reintun. Das nehmen wir wieder zurück. So, ups. Können Sie bleiben. Kurz raus. Oh, ich hatte ein bisschen mehr weiter geflogen. Ach, ich bei X-Plane nicht wieder, weil sieht das voll geil aus. Ich bin schon so gespannt, so gespannt, so gespannt. Okay, ich konnte FPS-Einbrüche. Oh, was ist das für eine Kurve, was sie da machen? Nein, jetzt bin ich wieder in Kacke in diesem Netz, wo ich ja gar nicht drin werden soll. Oh, ich muss dann die Flaps drin werden. Das Speedbreaks so. Wie hoch sind wir? 8000, okay, wir fliegen noch ein bisschen. So, hier denke ich, dass der Kopf ist. Stimmt, welche Landebahn nehme ich eigentlich? Rivals. Wir nehmen 30. Mal Amok. Oh, mein Ohr, ey. Hoffentlich kann ich noch hören. Oder hoffentlich nicht. 10.000. Wir können die Upsala falsch. Die Seatbelts off machen. Oh, die Eisding hätten wir besser ausmachen müssen. Hier sind dann die Alpen. Ich will gerade schon sagen, dann gehen wir eigentlich in die Rechtskurve. Das ist ja cool aus. Geht in die Kurve noch? Oh, nur noch ein Batzen, ne? Diese Sicht an, nämlich nicht am richtigen Flugzeug hier, weil das sieht genauso aus. Ich bin, wenn da sitzt. Ja. Ich muss das ganze Spiel leiser machen. Oh. Meine Ohren. Tut schon viel besser. Oh, die Wacken sehen echt gut aus.
muss ich leider mal. Oh ne, mach ich wieder rechts kommen, wenn ich mich nicht irre. Ja, warum nur rechts kommen? Ich glaube, dann, wenn ich den Cut gesetzt habe, sind wir schon auf 16.000 Fuß. Müssten wir ungefähr so sein. Okay, dann bis gleich. So, ihr Schwabschi-Cheese. Ich bin jetzt hier vorne aus dem Flughafen. Wir sind auf 14.000 Fuß. Ich mache Standard wieder zurück. Ich sage, dass wir noch weiter sinken. Sind, nee, sagen wir mal 6.000, weil Flughafen ist direkt hier vorne in unserem Mund. Genau, sowas sagt man heute. 8, 5, 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
Sollte eigentlich schon vorher gemacht sein, aber egal. Auto-Breaks auf 2. Der Rest ist eigentlich. Müssen wir gleich jetzt so. Wir fliegen jetzt ein bisschen so. Dann machen wir eine Rechtskurve. Links eindrehen, fliegen ganz knapp am Berg vorbei und landen dann schön. Okay, FPS droppen gerade echt krass. Ich linke schon mal so nach rechts. Also ich stelle schon mal an. Ich mache mal kurz dieses realistische Wetter aus, dann wird es gerade auch die Aufnahme ausgehen, aber dann leckt das vielleicht nicht hin. Yep, oh Gott. Ich habe wenigstens ein bisschen mehr FPS. Da unten ist der Flughafen, wir sind noch richtig krass weit oben, das heißt, wir müssen ein bisschen weiter sinken. Es wäre ganz Speedwechsel noch draußen. Mal eine Rechtskurve. Ja, okay, vielleicht ist das so krass, aber. Ich habe keinen Bock, eine Schleife zu fliegen, weil. Ich hasse es, wenn ich so. Okay. Ich dachte gerade. Das ist der schöne Flug. Jetzt haben wir kein Wetter an. Und auch keine Wolken. Yep. Dann drehen wir gleich mal nach links. Irgendwie habe ich Einstellung auch nicht so hoch. Aber eigentlich müsste man da gleich Bäume spawnen. Ansonsten nicht. Das ist echt langweilig. Auf PC kann, auf neuem PC, wenn ich den bald schon bekomme, in so anderthalb Monaten, kann ich immer viel besser spielen. So. Ich glaube, der letzte Anflug war besser von mir, glaube ich. Ein bisschen hochgehen, werden wir schneller. Mal 4500 gehen. Also dann können wir Flaps 1 machen. Das steht da unten. Flaps 2500. Also 250 mehr. Ja, können wir tun. Da gehen sie ganz langsam herunter. Versuchen wir was in der Einstellung zu ändern. So, bin ich wieder. Das müsste jetzt eigentlich anders aussehen. Ein bisschen detaillierter, aber. Ich weiß nicht, so schätzt das auch wieder nicht aus.
Ich dachte mal, das ist das Hörnerruder. Aber ist es das gar nicht? Ich drehe ein bisschen nach links. Ich gerade ein bisschen einbrechen. Ja. Das war jetzt schön viel Geschwindigkeit verloren, das ist geil. Dann habe ich auf 5 hier. Ist das nicht was? Nein. Nope. Okay. Dreh weiter nach links. Fliegen noch ein bisschen langsamer. Bleiben. Drehen jetzt nach links. Ja. Aber wir müssen gleich mal so weit sinken, wie ich gerade können so bleiben. Dann mache ich die Flips mal in der Kategorie weiter runter. Jetzt das. Oh, ups. Fahrer kann raus. So, wir können wieder runter. Landing jetzt mal, sorry. Keine Ahnung. Kevin Announcement, ja, Ding Ding. Jetzt haben wir ein bisschen schneller runter. Man jetzt vielleicht das sehen? Und habe ich nämlich jetzt den aufgegeben. Ja. Ich bin überlegen, ob ich, also, ob ich jetzt übernehmen soll. Okay. Ich übernehme Geschwindigkeit aber noch nicht. Oh, ich hab Speedwax verlassen. So. Und noch eine Flaps-Stufe. Diese tun tue ich verzeihen. Diese Tube tue ich verzeihen. Okay. Thrust, oder wie das heißt, keine Ahnung. Ich kann mich gerade nicht so konzentrieren, weil ich schon spät. Wir können noch eine Klappenstufe. Und jetzt voll. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und jetzt warten wir eigentlich bei der anderen, dann hatten wir echt krass Turbulenzen, das war nicht mehr feierlich. Also wirklich nicht mehr feierlich. So. Schön, die Nase sah nicht weit unten, das gefällt mir. Bisschen mehr Speed, bisschen weiter nach unten und etwas weniger Speed. 1000. Ja, die Triebwerke sind schon auf unter 50% gefallen. Okay, 500. Die Geschwindigkeit halten.
Das wäre natürlich super. So. War eine lange Landung, aber sie war oh, nicht so auf Centerline-mäßig, aber sie war, würde ich jetzt sagen, nicht schlecht. Manual Brakes, Spoilers up, Flaps up. Und das war doch, würde ich sagen, ziemlich gute Landung, ne? Aber mal gucken, was wir sehen. So, können die EP mal anmachen. Die Lights mal auf. Alles wieder auf normal tun. Ich werde eine Nachricht bekommen. Keine Ahnung von wem. So. Ich glaube, die Landung war sogar sehr gut, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, die waren schlecht. Upsala. Ah, die APU ist ready. Da fliegen komischerweise Bäume. Was? So, es beginnen aber auch die FPS hier zu droppen. Sind immer feierlich hier. EPU wird übernommen. Wir können die Generatoren ausmachen. So, mal FPS ist raus. Mir ist aufgefallen, die ganzen Flugzeuge sind weg, die hier letztes Mal standen. Aber vielleicht sind wir dann zu spät gelandet, kann auch sein. So. Transponder wieder zurück. Oh, wir nehmen mal das sehr schön, das gefällt mir dann da eigentlich. Dubrovnik, willkommen in Dubrovnik, genau. Ich meine gerade, es gibt einen anderen Weg hier. So, packing the brake sets. Okay, well. Triebwerke können aus. Lichter auch. Passengers können raus. Die Lichter können auch aus. Ja, aus. Ist das aus? Nee, ne? Nee, das ist aus. Das kann wieder zurück. Das. So. Ich mache gleich auch die Türen auf, aber lasst uns erstmal angucken, wie die Lanova auf seine Luftkulisse gepackt ist letztes Mal. Oder wie hat er so getippt? Ja, da bin ich schon gut zu sein. Also, das Flugzeug wird jetzt angezeigt, wie es auf dem Boden ist, deswegen sind die Triebwerke auch aus. Weil, nicht verwundern, eigentlich sieht das besser aus. Weil sah das besser aus, die Triebwerke, die Flügel waren noch nicht verhängt. Hängen, sorry, mein. Ich bin mal gespannt.
gucken. Da sollten wir eigentlich auch sitzen. War ein bisschen lang, aber wir waren noch ein kleines Flugzeug, also ich hoffe, das nicht. Das nicht, ich meine. Die war doch sauber, die Landung, die war doch nicht schlecht. Die war doch nicht. War zwar jetzt nicht Centerline-mäßig, ne? Aber die war nicht schlecht. Ist das Wasser oder? Keine Ahnung. So, dann gucken wir uns mal eine andere auf eine andere Perspektive an. Also wir nehmen mal die Flügelperspektive. Da ist aufgesetzt. Also die war jetzt nicht schlecht, ne? Wenn das kann man nicht erstmal merkt, da mir nichts. Komm, wir nehmen die nochmal. So, also das Flugzeug sieht natürlich aus wie, auf, wie es jetzt auf dem Boden steht. Eigentlich sah es ganz anders aus. Alter, das war ja. Das war jetzt, also dafür, dass das so ein kleines Flugzeug ist, wir hätten vielleicht von oben die Nase weiter runter machen, langsamer runter machen können, aber sonst. War das eine pfiffige Landung, meine ich. So, jetzt höre ich nichts. Okay, dann machen wir all das aus. Das kann aus. Und wir machen kurz die Türen auf. Ich hätte auch eine ganz alte 737, wo man und habe schon wirklich doch richtig alte Triebwerke sieht und so. Oh, war auf Pause. Dann komme ich weiter. Also wo man die ganz alten Triebwerke sieht, die so langsam sind. Und so lang diese Sand. Boah, die so, boah, meine Fresse, die so lang sind, sorry. So, kann aus. Kann aus. Kann auch aus. Und das kann aus. Jetzt das komplette Flugzeug aus. Und hier sind wir. Willkommen, liebe Zuschauer, willkommen in Dubrovnik. So, ich denke, das nächste Mal starte ich von hier oder lande ich nochmal, nur diesmal von einer anderen Route raus, weil ich finde den Flughafen nicht schlecht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Flug.